Japan ist eine Hochburg der urbanen Legenden, vor allem der Großstadtlegenden. Deshalb haben wir heute noch mal eine dieser gruseligen Geschichten für euch. Es handelt sich um eine Schulgeistergeschichte. Diese Art der Legenden waren in den 90er Jahren besonders populär. Eine der bekanntesten erzählen wir euch heute. Und am Ende bekommt ihr natürlich auch wieder eine gruselige Geschichte mit Toire no Hanako-san, dem Geist auf der Schultoilette. Dieser Geist soll hauptsächlich in Grundschulen spuken. Er wird meist als Mädchen beschrieben mit kurzen Haaren und einem roten Rock. Allerdings gibt es in einigen Regionen auch eine männliche Variante. Dann heißt der Geist Yosuke. Es gibt drei Gründe, die man sich erzählt, warum das Mädchen auf der Toilette sein Unwesen treiben soll. In der einen Variante hat sich das Kind im Zweiten Weltkrieg dort auf der Toilette versteckt und ist dann gestorben. In einer anderen Geschichte heißt es, das Kind sei auf der Toilette getötet worden. Und in der dritten Variante hat das Mädchen auf der Toilette Selbstmord begangen, weil sie in der Schule gemobbt worden war. Der Geist soll sich auf der Toilette im dritten Stock der Schule befinden, hinter der dritten Tür. Und wenn man dann dreimal klopft und sagt, Hanako-san, Asobimasu, was so viel heißt wie lass uns spielen, dann antwortet sie mit Hi und erscheint. Aber auch dreimal den Namen rufen und dann Toilettenpapier runterspülen soll den Geist rufen. Was dann passiert, wird wie in so vielen urbanen Legenden ganz unterschiedlich beschrieben. Je nach Region, in der die Geschichte erzählt wird, passieren unterschiedliche Dinge. Es kommt eine blutige Hand aus der Toilette oder wenn man nicht innerhalb von 3 Sekunden flieht, nachdem Hanako erschienen ist, wird man von ihr getötet. Aber auch durch den Abfluss in die Tiefe gerissen zu werden, könnte passieren. Der Geist wird aber auch als riesige Echse beschrieben, die aus der Toilette kommt und Mädchen frisst, die dort geräuschvoll ihr Geschäft erledigen. Die Ängste der Schüler und Schülerinnen hatten sich damals so verselbstständigt, dass es bei den Kindern sogar zu Blasenentleerungsstörungen gekommen ist, da sie sich nicht mehr auf die Toilette getraut haben. Der Geist Hanako-san soll auch die Vorlage für die maulende Myrte bei Harry Potter sein. Es wurden einige Filme über diesen Geist veröffentlicht. Sogar eine Anime-Serie gibt es und auch in Mangas hat diese Figur ihren Platz gefunden. Vielleicht habt ihr jetzt Lust auf eine gruselige Geschichte mit Hanako-san. Dann hört gut zu. Hey, ich habe eine total verrückte Geschichte im Internet gehört. Anna war total aufgeregt, als sie ihren zwei Freundinnen davon erzählte. Also, es soll in japanischen Schulen auf der Mädchentoilette in der dritten Etage hinter der dritten Tür ein Geist sein. Wenn man ihn ruft, dann kommt er und man wird getötet. Marie blickte sie ganz erschrocken, Fiona eher ungläubig an. Das ist doch nur eine Gruselgeschichte, um kleinen Kindern Angst zu machen, entgegnete die ungläubige Fiona. Marie meinte nur leise: Aber an allen Legenden ist doch oft auch was Wahres dran, oder? Egal ob wahr oder nicht, wir sollten es ausprobieren. Wir haben schließlich in der dritten Etage eine Toilette. Aber da dürfen wir Fünftklässler doch gar nicht hin. Die ist doch nur für die Oberstufe, gab Marie zu bedenken. Ach egal, wir gehen einfach nach der 6. Stunde am Freitag. Da hat die Oberstufe auch schon Schluss und die Reinigungsleute kommen eh erst später. Also, seid ihr dabei? Ich weiß nicht so recht, meinte Marie. Ach los, komm schon, das wird lustig. Und Fiona, bist du dabei? Na gut, aber nur um zu beweisen, dass es so etwas wie Geister sowieso nicht gibt.
Zwei Tage später versteckten sich die drei Mädchen nach dem Unterricht in der Toilette im Erdgeschoss, bis es hörbar ruhiger auf dem Fluren war. Dann schlichen sie die Treppe hoch in den dritten Stock. Sie öffneten die Tür der Mädchentoilette am Ende des Ganges und traten in den Vorraum mit den Waschbecken. Es war dunkel in dem Raum und Fiona machte das Licht an. Die Räume sahen genauso aus wie im Erdgeschoss und rochen auch genauso ekelhaft. Nach der Zwischentür kamen die einzelnen Kabinen. Es waren vier Stück. Anna erklärte das genaue Vorgehen. Wir müssen dreimal an die dritte Tür klopfen und dann sagen, Hanako, komm raus und spiel mit uns. Dann wird sie erscheinen. Mit klopfenden Herzen traten die drei Mädchen vor die Tür und klopften dreimal daran und sagten zusammen dreimal den Satz, Hanako, komm und spiel mit uns. Danach standen sie regungslos und hielten die Luft an. Aber nichts geschah. Es war ruhig. »Soll ich mal die Tür aufmachen?« flüsterte Anna. »Lass das besser«, sagte Marie ängstlich. »Das ist doch alles nur Quatsch«, meinte Fiona, die sich gerade umdrehen wollte, um zu gehen. Als alle drei dann einen gehörigen Schreck bekamen, als mit einem Heidenlärm die Tür zum Vorraum aufgestoßen wurde und die Reinigungskraft hereinkam. »Was macht ihr denn hier? Raus mit euch! Die Schule ist schon lange aus. Seht zu, dass ihr nach Hause kommt.« Die drei Mädchen nahmen ihre Schultaschen, die sie im Vorraum stehen lassen hatten, und rannten an der Putzfrau vorbei in den Flur hinaus. Draußen vor der Schule mussten sie erstmal Luft holen und sich beruhigen. »Na, das war ja mal ein gruseliger Geist«, lachte Fiona, und Marie stimmte in das Gelächter mit ein. »Also ich glaube, es ist etwas dran an der Geschichte«, sagte Anna ernst und fand es gar nicht gut, dass ihre Freundinnen sich so über ihre Aktion lustig machten. In den nächsten paar Tagen sprachen sie nicht wieder darüber, aber Anna machte sich so ihre Gedanken. In der kommenden Woche, am Mittwoch, meldete sie sich in der vierten Stunde und fragte, ob sie auf die Toilette gehen dürfte. Die Lehrerin willigte ein und Anna rannte mit klopfendem Herzen in die dritte Etage. Die ganze Zeit hoffte sie natürlich, dass von den Oberstufenschülerinnen niemand auf der Toilette war. Aber sie wusste von ihrer großen Schwester, dass die in der Stunde nur in Notfällen auf die Toilette durften. Sie öffnete die Tür zum Vorraum mit dem Waschbecken, schaltete das Licht an und ging ein paar Schritte bis zur Zwischentür. Dort stand sie nun und hatte einen Plan. Vielleicht ist es ja die dritte Tür von hinten. Das war ihr Gedanke. Und so ging sie zur zweiten Tür, stellte sich direkt davor und klopfte einmal an. Dann sagte sie den Satz, Hanako, komm, spiel mit mir. Dann klopfte sie wieder, sagte den Satz und das machte sie dann noch einmal. Danach war es ruhig, sehr ruhig. Als plötzlich die Toilettenspülung in allen Kabinen gleichzeitig anfing zu spülen, Anna erschreckte sich fast zu Tode. Und dann wurden alle Türverriegelungen immer wieder auf- und abgeschlossen. Klick, klack, klick, klack. Und das immer wieder. Anna trat zwei Schritte zurück, lehnte sich an die Wand und hielt sich die Hände vor den Mund. Nein, ich schreie jetzt nicht, dachte sie. Sie sah sich mit klopfenden Herzen das Spektakel an, als plötzlich an allen vier Türen wie verrückt geruckelt wurde. Es war ein Heidenlärm und Anna wunderte sich, dass keiner reinkam und nachsah, was da los war. Doch dann, ganz plötzlich, wurde es wieder totenstill. Man hörte gar nichts mehr. Keine Spülung, keine Schlösser, die auf- und zugingen, keine Türen mehr, an denen geruckelt wurde. Totenstille. Anna nahm die Hände runter und atmete tief durch. Was war hier gerade los? Sie wollte sich umdrehen und gehen, als die Tür, vor der sie ja immer noch stand, plötzlich aufging. Ganz langsam und mit einem gruseligen Quietschen. Die Tür ging auf und aus der Toilette kam eine Hand nach oben.
die Hand, hatte den Zeigefinger erhoben und lockte Anna damit heran. Sie wollte weglaufen, konnte aber nicht. Sie wurde von der Hand irgendwie wie von einem riesigen Magneten angezogen. Sie ging, ohne es zu wollen, in die Kabine hinein und beugte sich wie in Trance über das Toilettenbecken. Das Wasser darin war rot und sah aus wie Blut. Die Hand bzw. der Finger, der sie zu sich lockte, ging langsam in der Toilette nach unten. Und Anna konnte nicht anders, als sich auch nach unten zu beugen. Sie hatte Todesangst, wollte schreien und weglaufen, aber ihr Körper gehorchte ihr nicht mehr. Sie beugte sich mit dem Kopf nach vorne und dann immer weiter nach unten. Und dann geschah etwas, was eigentlich gar nicht möglich war. Aber sie wurde zusammengedrückt, beziehungsweise eher gequetscht. Sie hatte höllische Schmerzen, aber nur ganz kurz. Dann merkte sie nichts mehr. Es war kalt und dunkel. Und alles war ihr irgendwie egal. In der Klasse meldete sich Fiona und fragte die Lehrerin, ob sie nicht mal nach Anna sehen dürfte, die ja nun schon so lange auf der Toilette sei. Frau Mühlenberg sah auf die Uhr und gab Fiona recht. »Ja, geh doch bitte mal nachsehen«, meinte sie zu Fiona. Das Mädchen ging zur Toilette, aber dort war niemand. Alle Kabinen waren leer und auch auf ihr Rufen hin meldete sich Anna nicht. Fiona rannte zurück zum Klassenraum und erzählte, dass sie Anna nicht finden könnte. Frau Mühlenberg gab der Klasse eine Leseaufgabe und ging dann selbst los, um das Mädchen zu suchen. Aber auch sie konnte sie nicht finden. Sie ging zum Büro der Schulsekretärin und berichtete vom Verschwinden der Schülerin. Die beiden Frauen gingen nun zusammen durch die Schule und riefen nach dem Kind. Auch auf dem Schulhof haben sie gesucht, aber das Mädchen blieb verschwunden. Als die vierte Stunde dann kurz danach zu Ende war, wurden die Kinder von Annas Klasse nach Hause geschickt und die Lehrerin suchte mit der Sekretärin weiter. Fiona und Marie kamen zu den beiden Frauen, denn sie hatten einen Verdacht. Sie gaben den beiden den Tipp, doch mal in der dritten Etage zu suchen. Alle vier gingen sie dann die Treppen in die dritte Etage hinauf. Als sie es schon von oben schreien hörten, sie rannten los und sahen eine aufgebrachte Gruppe Schüler und Schülerinnen und ein paar Lehrerkollegen und Kolleginnen. Die versuchten, die Kids zu beruhigen. »Was ist denn hier los?«, fragte die Schulsekretärin. »Das versuchen wir auch gerade herauszubekommen.« Die Lehrkräfte schoben die Schüler und Schülerinnen beiseite und verschafften sich Zutritt zu den Räumen der Toilette. Was für ein grauenhaftes Bild! Die Tür der zweiten Kabine von vorne stand auf und alles war voller Blut. Der Fußboden, die Wände der Kabine und sogar von der Decke tropfte Blut. Was war hier passiert? War das mal wieder so ein widerlicher Schülerstreich? Keiner wusste es. Fiona und Marie hatten sich an den anderen neugierigen Kids vorbeigeschoben und konnten einen Blick auf das furchtbare Szenario erhaschen. Marie musste würgen und drängelte sich schnell wieder nach draußen. Auf dem Flur überlegten die beiden, ob das was mit dem Geist der Toilette zu tun haben könnte. Aber sie sagten niemandem etwas davon. Die beiden nahmen ihre Schultaschen und gingen schweigend nach Hause. In Gedanken versunken und sehr besorgt um ihre Freundin Anna. Tatsächlich ist Anna dann nie wieder aufgetaucht. Die Polizei ging von Entführung aus. Der Fall war lange in den Medien und man versuchte natürlich, das Mädchen zu finden. Allerdings ohne Erfolg. Die Blutüberschwemmung auf der Toilette wurde als Schülerstreich abgetan. Aber natürlich hat sich nie jemand zu dieser Tat bekannt. Fiona und Marie waren dann nach einigen Wochen noch einmal in der Toilette in der dritten Etage und schrieben mit einem Filzstift: Ruhe in Frieden, Anna, von innen an die Tür der frisch gestrichenen Kabine.
Sie standen davor, hielten sich mit Tränen in den Augen an den Händen, sahen sich das Geschriebene an, als plötzlich etwas wie von Geisterhand darunter geschrieben wurde. Kommt und spielt mit uns, Hanako und Anna. Wir hoffen, ihr hattet wieder eine gruselige Zeit bei uns. Bis zum nächsten Mal, euer Team von Finsterreich.